So, hallo Freunde des Wurstmachen. Wie ihr seht, habe ich hier jetzt wieder noch ein anderes Mikrofon. Ich hoffe, dass es mit dem Ton jetzt besser wird, dass das nicht andauernd knarrt. Ich bin also verkabelt bis zum geht nicht mehr. Aber naja, was soll's. Ich gebe mir halt immer ein bisschen Mühe. Hallo Freunde des Wurstmachens. Hier ist euer Fleischer aus Leidenschaft. Was will ich also heute machen? Ich habe mir jetzt so schön Kotelettschrank bestellt. Das heißt, ihr wisst ja, ich kriege das Fleisch ja von Metzgerfleisch.de, das heißt, das kriege ich zugeschickt. Das ist also wunderbar verpackt, da passiert gar nichts drauf, das bestelle ich online, weil da kriege ich zum Beispiel einen Kotelettstrang vom deutschen Landschwein. Ja, so, ich habe jetzt so die einzelnen Stücke bekommen und jetzt lösen wir die schön fachgerecht aus und dann möchte ich eigentlich Kassler machen, Kassler Aufschnitt. Und dann auch Schweinebraten mal wieder, so als Aufschnitt. Und das zeige ich euch jetzt, so wie ich das mache. Ja? Fangen wir jetzt also ganz einfach an. So, seht ihr ja hier. Ich gehe erstmal rüber, damit ihr das auch seht. Hier habe ich also diese schönen vollfleischigen Koteletts. Die werden jetzt schön ausgelöst. Und dann geht es Punkt für Punkt weiter. So, dann brauchen wir mal so einen Stahl, um mal messerscharf zu machen. So, jetzt könnte man ja hergehen und jetzt einfach so runterschneiden. Das mache ich also nicht, sondern ich nehme die einzelnen Rippen raus. Da gehe ich einfach so mit dem Messer hier unten dran lang her. Von der anderen Seite auch. Und hier auch. So, ich zeige euch das. Ja, da habe ich dann also hier so, halt muss ich hier so zeigen, hier so dahergeschnitten. Ja? So, jetzt nehme ich mir mal so einen Bindfaden. Und werde jetzt einfach die Rippen ausziehen. So richtig nach unten. Und dann werden die hier unten. Hier unten ist ein Gelenk. So einfach rausgezogen. Das mache ich also auch aus einem ganz bestimmten Grund. Ich zeige das mal so ein bisschen, dass man das auch sieht. Na? Meister, kannst du es nicht mehr oder was? Hier muss man dann ein bisschen die Knochenhaut runterschieben und dann geht das wunderbar. Hier hinten da, wo es denn zum Nacken geht. Da ist es dann immer etwas schwerer, denn da ist ein Gelenk und das schneidet man da einfach ein und dann kann man das so rausbrechen. Seht ihr das? So, jetzt habe ich das ja hier schön. Und jetzt möchte ich ja einen Kasseler Braten machen, also mit Knochen. Ich habe jetzt die Rippen rausgezogen, weil beim Kassler mit Knochen ist die Problematik immer hier hinten
die hintere Kante, dass das gut gepökelt ist. Man kann zwar so spritzen, aber oft passiert es, dass es denn hier hinten beim Knochen etwas mufflig werden kann. Also vom Geschmack her, dass das nicht mehr so frisch schmeckt. So, jetzt ist mir das Stück zu groß. Aber mit das in Kotelett schmeckt ja auch lecker. Sicherlich kann ich hier auch von diesen, kann ich mir diese berühmten Schmetterlingsschnitzel oder wie auch immer, oder das sind ja die Schnitzel, die ich im Restaurant kriege, machen, aber das ist kein Schnitzelfleisch. Aber ich will Kotelett haben, also schneide ich jetzt einfach mal hier so vier schöne Kotelett. Ja, das reicht ja. Na, zwei für mich, eins für meine Frau und eins kalt aufs Brot abends. So, jetzt räume ich mal kurz um, denn damit gehe ich auf meinen Hackeklotz. Also jawohl, ist richtig, 450 Gramm Pökelsalz. Ich habe das eben nochmal nachgerechnet, weil mir das so viel vorkam. Aber das war Kopfrechnen doch richtig. 450 Gramm. Jawohl, das haben wir. Dann kommt aufs Liter 2 Gramm Rohzucker. Das heißt, es wären jetzt 10 Gramm. Kommt da Rohzucker zu. Das haben wir. Der Rohzucker ist dafür da, damit wir die Spitze von dem Salz nehmen. Und dann brauchen wir natürlich die Umrötung, die Ascorbinsäure. Da haben wir sie. 2 Gramm. Aufs Liter. Das heißt 10 Gramm. Denn wir wollen ja nicht, wenn wir nachher den Aufschnitt haben, weil wir ja die gleiche Mischung vom Salz haben, dass der Aufschnitt nachher grau wird. So, und daraus machen wir jetzt eine schöne Lake. Salz. Und dann habe ich mir genau 4,5 Liter Wasser abgewogen. Normalerweise mache ich es ja andersrum, dass ich das Salz abwiege und dann auf 5 Liter auffülle. Aber meine andere große Waage ist defekt. Da müssen neue Batterien rein. Das ist schon immer Mist, wenn man so eine Waage hat, wo die eben über Batterien geht und wo kein Akku drin ist, den man aufladen kann. Also werde ich mir das demnächst kaufen. So, das kommt jetzt hier rein. Und dann mengen wir das mal schön durch. Schön immer rühren, bis sich das Salz komplett aufgelöst haben. Ja, aber ich mache mal was anderes. Ich mache da jetzt mal einen Schluck Rum dran. Das schmeckt bestimmt auch lecker. Das heißt, man kann also ruhig was ausprobieren. Man muss nicht immer hundertprozentig nach Rezept gehen. Richtlinie muss man halten. Salzanteil, Pfeffer und sowas, ist alles gut. Aber man kann also auch ein bisschen seine Fantasie freien Lauf lassen. Dass man einfach mal was ausprobiert. Ja, jetzt habe ich mal Rum dran gemacht. Ich habe ja schon so viele Kochschinken gemacht, wo ich immer wieder was anderes dran mache. Ja, einfach ausprobieren und wenn es nicht schmeckt, mache ich es nicht wieder, aber meistens oder zu 100% schmeckt es. Also das haben wir jetzt schön durchgerührt.
Und dann werden wir schön scheinbar erstmal die Spritze auffüllen. Jawohl. Und dann machen wir da oben das drauf. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen nach unten, damit wir das auch sehen. Und dann kommt da ordentlich Luft rein. So, jetzt nehme ich erst das Kasslerstück. Ich baue mir immer so einen kleinen Tisch, dann lässt sich das leichter machen. Und jetzt wird das schön gespritzt. So, und jetzt auch von der anderen Seite. Und jetzt ganz wichtig hier unten bei den Knochen. So. Und dann tue ich das schön in die Schale rein. Knochen nach unten. So. Dann habe ich hier noch ein schönes Stück. Das andere ist für meinen Nachbar, der hat einen roten Bindfaden. Und ich nehme den blauen Bindfaden. Dann machen wir erstmal einen Bindfaden dran. Und jetzt machen wir genauso. So, das ist gut. Kommt mit in die Schale. So, dann kicken wir hier natürlich schon mal die Lage, die wir nebenher gespritzt haben, da schon mal zu. Und tun unsere restliche Lake hier einfach drauf. Die wir so haben, bis das denn schön bedeckt ist. So. Und da stelle ich jetzt einen Kühlschrank. Lasse das bis morgen stehen. Und morgen Vormittag nehme ich das raus, lasse es abtropfen. Heize den Räucherofen auf 90 Grad vor und dann kommt Rauch dazu und dann wird er heiß geräuchert. Bis eine halbe Stunde, gute halbe Stunde, bis die Farbe erreicht ist. Ja, da muss man dann gucken, je nach Geschmack, wie man das haben möchte. So, Freunde, jetzt sind wir ja hier bei mir im Garten. Ich habe ja jetzt hier meinen neuen Räucherofen aufgebaut. Das ist ja jetzt ein isolierter. Ich habe jetzt hier Da habe ich also vorgeheizt, 80 Grad drin. Das heißt, ich hänge jetzt das schöne Kassler in den Räucherofen rein. So. So, jetzt habe ich hier einmal die beiden Stücke mit Knochen. Und die hängen wir jetzt schön
schön rein. Jawohl. Und dazu kommen normal so zwei, wo ich nur die Magen geschnitten habe, die beiden Lachse. So, das machen wir zu. So, jetzt ist also, weil die Tür auf war, die Heizung angegangen. Jetzt muss ich ein bisschen gucken, weil er jetzt ganz neu ist, wegen der Temperatur. Die geht also dann hoch, aber in der Zwischenzeit machen wir mal den Räucherdings an. Den Raucherzeuger. So, ich habe ja jetzt, ich habe mir ja diesen Raucherzeuger selber gebaut. Ich habe jetzt also so ein schönes Metallrohr genommen. Da kommt die Kartusche rein, die ist also bis dahin gefüllt. Das heißt, die Späne kann wunderbar runterrutschen. Das kommt jetzt hier unten dran. Ja, ich habe mir hier unten so einen kleinen Fuß gemacht und das muss ja schön dicht oben drauf sitzen. Das heißt, ich tue jetzt das Gebläse anmachen und dann machen wir mal Feuer dran. Reichen. Oben qualmt es ordentlich. Wir gucken jetzt einmal rein. Jawohl, das sieht gut aus. Ich stecke das noch mal ein bisschen nach. Also hier, das muss also ganz dicht drauf sein, damit er wirklich nur die Luft von unten hochzieht. So, und das Ganze lasse ich jetzt, sage ich jetzt mal, 3/4 Stunde und dann schauen wir wieder nach, wie es aussieht. Ja? Jetzt lassen wir das schön räuchern. Und wie man oben sehen kann, qualmt er also ganz ordentlich, kann sogar das Gebläse ein bisschen kleiner machen. Denn nicht die Menge des Rauches ist wichtig, sondern die Intensität. Das heißt also auch, es soll ja nicht einfach nur so durchknallen, sondern ich habe ja hier oben auch noch, wo ich also zumachen kann. So. So, die erste halbe Stunde ist rum. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, wie es bis jetzt aussieht. Dann wollen wir mal gucken. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Das heißt, jetzt gucken wir uns gleich mal hier an, wie es mit Späne aussieht. Wie gesagt, ich habe mir eine Zange geholt. Das ist jetzt ziemlich runtergebrannt. Das ist also ziemlich runtergebrannt, also füllen wir das nach. Da habe ich mir dann so einen kleinen Trichter gemacht.
So, jetzt wollen wir den Kassler mal rausnehmen. Er war jetzt knapp eine Stunde bei Heißrauch drin, ne? Bei einer Temperatur zwischen 75 und 82 Grad. Und dann wollen wir uns das Ganze doch mal angucken. Jawohl. Also wirklich, Kinder, hier, schaut euch an, das wird der Kassler Aufschnitt, wie gemalt. Und da haben wir die schönen Stücken hier mit Knochen. Der schöne Braten. So, das kommt jetzt unten in den Kühlschrank. Die mit Knochen, die werden jetzt morgen eingespeist und kommen in den Tiefkühler. Und die anderen beiden Teile werden morgen nochmal im Backofen abgebraten. So, jetzt wollte ich euch etwas zeigen. Weil ich habe ja hier meinen Raucherzeuger und dann habe ich hier so einen Kondensator. Ich nehme das mal hier weg. Und da geht es ja um die Feuchtigkeit, die sich also da drin sammeln soll. Das kann ich jetzt einfach so umdrehen und dann läuft die ganze Plörre raus. Ich habe das jetzt einfach mal nach unten laufen lassen. Ja, dass ich das austropfen. Darum geht es. Es geht also um diese Feuchtigkeit, dass ich das nicht auf meiner Wurst habe. Ich werde das zwar noch mal umbauen. Das funktioniert zwar schon, das seht ihr wieder nicht. Ich baue das nochmal um, dass also dieser Kondensator von hier direkt in den Ofen geht und dass der Schlauch länger wird. Ja, weil das kühlt ja hier drinnen ab, der Rauch, durch die Umgehungstemperatur. Und dadurch bildet sich hier dann das Kondenswasser, was ich also in diesen kleinen Behälter auffange. Wer so einen Behälter haben möchte, demnächst ist das natürlich dann auch wie immer in meinem Shop. Das kommt jetzt hier drauf. So, und hier habe ich ja die beiden Stücken liegen. Ja, dieses Schweinelachse, schön schier geschnittenen Schweinerücken, den habe ich ja auch gepökelt, heiß geräuchert und der kommt jetzt im Backofen bei 120 Grad auf eine Kerntemperatur von 68 Grad. Ja? Und dann habe ich wunderbaren schönen Kassler Aufschnitt. So, und hier habe ich noch mal eins, das ist jetzt nicht gepökelt, das ist jetzt so frisch, das tue ich jetzt schön würzen. Ja, von außen mit Paprika ordentlich und da mache ich einen schönen Schweinebraten raus. Ja? Dann haben wir zwei schöne Stücken Fleisch. Was nehme ich denn für eine Mischung? Wollen wir doch mal gucken. Ich habe doch auch immer was fertig, was also, das ist nicht so gut. Wo habe ich sie denn stehen? Ich habe schon so viele Mischungen hier stehen. Hier zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach meine Gewürzmischung von den Schinkengrillern. Ja? Damit reibe ich das jetzt schön ein. Von außen. Na, tue ich das richtig schön dick drauf. Jawohl, das sieht gut aus. Und dann wissen wir ja, da fehlt noch ein bisschen Salz. Haben wir hier. Da
braucht man nicht so pimmerig sein, weil das ist nur von außen. So, das sieht doch schon mal ganz, ganz gut aus. Ja, so Deckel drauf. Jetzt habe ich mir natürlich schön hier unten die Hände eingeschmiert und habe kein Wasser hier. Freunde, jetzt bin ich natürlich hier oben in meiner Küche. Ja, und jetzt werden wir den Kassler und den Schweinebraten in den Backofen machen. Ich schwenke jetzt mal ein bisschen runter, damit ich euch das zeige. Da unten ist der Backofen jedenfalls. Ja, wo es da silbern ist. Jawohl, hier bin ich. So, dann habe ich ja hier mein Stichthermometer, wo ich also zwei Dinger anschließen kann. Jetzt nehme ich den Braten und tue einfach das Stichthermometer rein. Und tue den Schweinebraten in den Ofen. Und das mache ich natürlich auch beim Kassler. Den einen, das sind ja zwei Stücken, den einen kann ich schon mal reinlegen. Und den zweiten, ja, dann nehme ich auch wieder die andere Spitze, nahm und falle sie mir runter wieder. Und den stecke ich auch so rein, dass ich ungefähr die Mitte treffe. Ja, und dann kommt das, lege ich das mittig. So. Ich habe jetzt 120 Grad eingestellt. Unten ist Wasser drin, dass ich ein bisschen Feuchtigkeit drin habe. Und jetzt lassen wir das einfach da schön in den Backofen. So. Dann habe ich ja hier, ich muss mir jetzt erstmal die Hände abschneiden. Also hier oben in meiner Küche habe ich fließend Wasser, nicht so wie unten. Dann habe ich ja nur die Eimer. So, dann habe ich in dem einen, habe ich jetzt eine Kerntemperatur von 5 Grad und den anderen von 3, weil das ist ja aus dem Kühlschrank gekommen. Ja, so, jetzt lassen wir das schön drinnen und nachher ist es dann fertig. Ich gehe davon aus, gute Stunde ist das fertig. So, Freunde des Wurstmachens. Ich habe ja gestern heiß geräuchert, das Kassler, das ist jetzt heute schön durchgekühlt. Das schauen wir uns mal ganz kurz an. Die Stücken habe ich also hier liegen, sind also richtig top geworden, die sind jetzt schön durchgekühlt und jetzt tue ich sie schön Vakuum ziehen und tue sie in Froster, weil ich sie ja momentan nicht essen will, sondern erst dann, wenn es ein bisschen von der Temperatur ein bisschen freundlicher wird, dann so einen schönen Kasslerbraten isst man ja mit Salzkartoffeln und Sauerkraut. Also werde ich die jetzt einfrieren. Ja, und das zeige ich euch auch, wie ich das mache. Denn ihr wisst ja, Knochen machen ja den Vakuumbeutel kaputt. Und das zeige ich euch jetzt. Ich drehe das jetzt mal wieder nach unten. So, ich habe jetzt hier einfach so Backpapier genommen. Das habe ich jetzt einfach so durchgerissen. Und das lege ich jetzt hier einfach oben drauf. Ja, und schweiße das so ein, dass denn nicht da was kaputt gehen kann. Ja, und das mache ich hier auch. Das nehme ich einfach doppelt. Ja, knicke das hier rum. So. Und dann können die Knochen nicht den Vakuumbeutel kaputt machen, dass das denn, wenn es eingefroren ist, kein Luftzieher bekommt. So, schaut her. Jetzt habe ich das so schön eingeschweißt und hier sind ja die Knochen. Und durch das Papier können das jetzt nicht kaputt gehen, der Beutel. Und dann kommt das so schön in Froster rein. Ja, und dann, wenn es denn Herbst ist,
kann ich schön Kasseler Braten essen. So Freunde, hier ist nochmal euer Fleischer aus Leidenschaft. Das war wieder ein Video von mir. Ich würde mich freuen über jeden Kommentar, über Anregungen, über Wünsche, was ich mal an Wurst machen sollte. Wie ihr wisst, habe ich ja jetzt einen Online-Shop, wo ihr die Innovation für den Vegetalkutter erwerben könnt, beziehungsweise auch meine fertigen Gewürzmischungen. Auch darüber kommt ihr dahin, wo die ganzen Naturgewürze, die ich verwende, ihr auch bestellen könnt. Auch in kleinen Mengen, damit man da nicht immer so große Mengen hat, denn man braucht teilweise auch bloß kleine Mengen für die einzelnen Wurstsorten. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert, wenn ihr mich weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal, euer Fleischer aus Leidenschaft.